Hallo, liebe Musikfreunde. Heute gibt es ein kleines Review von diesem äußerst seltenen Edelmann und Zip. Davon gibt es zwei Stück auf der Welt. Das hier ist Nummer 2. Den habe ich mehr oder weniger blind erstanden und taste mich nun langsam an die Möglichkeiten und Fähigkeiten dieses Amps ran. Und ja, wir wachsen jeden Tag ein Stück mehr zusammen. Da es von diesem Amp ja nur diese zwei gibt und auch sonst weiter keine Reviews, habe ich mir gedacht, präsentiere ich euch das mal an der Stelle. Was ist die Axt heute? Die Axt ist eine Ibanez Proline 1770 in ziemlich abgerocktem Zustand. Ist aber eine gute HSS Strat, Heavy Strat mit Floyd Rose und so weiter, mit der man auch ganz gut mal in die Tiefe gehen kann, was die Möglichkeiten des Amps angeht. Was habe ich davor? Ich habe davor eigentlich nichts. Ich habe nur einen Oco Diablo Gain Plus, also den zweistufigen Diablo. Mal schauen, ob ich den im Laufe des Reviews noch mit einsetze, aber eigentlich kann der Edelmann im Prinzip alle Gain-Strukturen abdecken. So dieses leichte angecrunchte kriegt er von Hause aus nicht hin, weil der Clean-Kanal so, also bis zum Rand eigentlich clean ist. Also man sieht, dass das Volume Poti vom Clean-Kanal eigentlich schon fast aufgerissen ist. Ja, ich hoffe, die Einstellung der Regler kann man einigermaßen entnehmen. Ja, dann fange ich einfach mal an. Das war jetzt am Neck-Pickup, wie man unschwer hören konnte. Der Bass kommt sehr präsent rüber, weil eine Original Mesa Boogie 1x12 Thiele Box dranhängt mit dem berühmten EV12 Treiber drin. Das ist die Road Ready Box. Ich habe das Gefühl, die ist noch ein bisschen voluminöser im Klang. Ich habe auch die normale Thiele Version davon. Im Vergleich bringt es die Road Ready doch ein bisschen mehr noch nach vorn. Kann aber auch Einbildung sein. Ja, dann gehe ich mal in den Crunch-Kanal. Achso, der Edelmann funktioniert momentan mit zwei 6L6 in der Endstufe. Man könnte ihn auch mit EL34 betreiben, müsste dann aber den Bias neu anpassen. Aber es gibt drin auch einen Switch, um auf die Endstufenröhren umzuswitchen. Der Lead-Kanal selber hat noch einen Boost-Modus, den werde ich auch gleich noch demonstrieren. Und er hat zwei regelbare und schaltbare, fußschaltbare Master-Volume. Ansonsten hat er noch einen FX-Loop, der mal parallel war und jetzt seriell ist. Das hat der Vorbesitzer so machen lassen. Ich selber benutze den FX-Loop jetzt nicht. Da müsste ich zu viel umstöpseln, weil ich hier bei den Amps immer so hin und her wechsle. Ich habe ja ohnehin nur den Oco davor, das reicht dann auch. Ein Reverb hat der Amp nicht, also er ist wirklich ein reiner Naksha-Amp. Thank you.
Das war jetzt die Proline 1770 immer noch am Hals gespielt. Ich schalte jetzt mal auf den Steghambacker um. Das müsste ein Dimasio Dies oder Sima Duncan D-Sonic sein. Also etwas Älteres mit Blade und Single Poles in der Kombination. Sieht man halt nicht mehr so häufig. Ich drehe dann mal hoch. Rückwärts zurückgeschaltet. Das Master Volume, das brauche ich euch nicht zeigen. Das ist im Prinzip ja nur zwei Lautstärken, die man unterschiedlich einstellen kann. Der Klingkanal oder Rhythm Channel, wie er hier genannt wird, hat auch noch einen Bright Switch. So wie er jetzt momentan eingestellt ist, kommt er mir von dieser voluminösen, Fender-artigen Stimmung her noch am ehesten rüber. Mit dem Bright Switch selber fühle ich mich nicht ganz so wohl, ist ein bisschen britzeliger, sicherlich besser für diese Funk-Sachen geeignet. Gibt für jede Einstellung sicherlich entsprechende Fans. Thank you.
Switch. Das war der Edelmann SIP Custom 55. Ich hoffe, es ist einigermaßen deutlich geworden, wie vielseitig der Amp sein kann. Ich werde zum Schluss doch nochmal den Okko anschalten für alle Freunde des gepflegten Diablo Overdrive Sounds. Und der passt auch schon ganz gut dazu. Das kleine Okko-Teufelchen schließt genau die Lücke zwischen diesem glasklaren, runden, voluminösen Clean-Sound und dem ja schon etwas heißeren Normal-Lead-Sound, den der Edelmann anbietet. Also hat man im Prinzip mit dem Okko davor unheimlich viele Facetten. Nach etwas ja, Tweaking habe ich mich doch ganz gut mit der Kombination Okko und Edelmann angefreundet. Was ganz böse in die Fresse geht, ist, wenn ich jetzt den Lead mit dem Boost zusammen einschalte und den Okko davor schnalle. Ich hoffe, dass das Mikro vom Camcorder dann nicht die Hufe hochmacht. Ich bleib mal gleich im Steg, Hamburger, dann bleibt es gleich ehrlich und in die Fresse. Bisschen vieles Guten. Ich denke, da in dieser Kombination kann man wirklich jedem High-Gain-Amp à la Diesel oder wie sie alle heißen, das Wasser reichen. Ja, ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht und ist nicht zu lang geworden. Ja, viel Spaß beim Zuschauen.